Ich habe echt Hunger. Jo, mir krummelt auch der Mache rein heute. Aber lass uns doch was kochen. Zum Beispiel frische Erdbeermarmelade. Ich habe mal hier das Rezept hingelegt. Das ist nicht das Drehbuch, weil ich mir den Text nicht merken kann. Nein, das ist das Rezept. Und im Rezept steht, Erdbeermarmelade selber kochen. Dafür braucht man primär Erdbeere, logisch. Eine Dippe, die Erdbeere habe ich vorher gewäscht. Die machen wir jetzt hier in diesen Dippe drin. Dann soll ich die gewäschte Erdbeere pürieren. Habe ich hier mit 8 gemacht. Dann steht im Rezept, nicht im Drehbuch, dass man im Mischverhältnis 2:1, also zwei Teile Erdbeere, ein Teil Gelierzucker, das habe ich eben schon ausgemessen, da ist mehr Gelierzucker. Und dann soll man unter ständigem Rühren das Ganze kochen und dann dort noch 4 Minuten lang heiß in zuvor ausgekochte Gläser füllen. So, dann steht im Rezept, Deckel drauf, Schraube und auf den Kopf stellen, fertig. So einfach hat man selbst frisch gemacht die Erdbeermarmelade. Es ist auch, glaube ich, wenn ich mir das Ganze jetzt so angucke, gar nicht so schlecht, vorher die Erdbeere aus der Verpackung rauszuhole. Und natürlich, wenn die Marmelade fertig ist und in so schöne Gläser abgefüllt ist, machst du ein Foto und klebst das bei dir in. Und dass das auch klar ist, heimisches Obst schmeckt nicht nur lecker, es kommt auch aus der Umgebung, braucht nicht lang hin und her geklunscht und gefasert gehen und es hilft dem Bauer vor Ort. Alles gut.